Hände hämmern gegen das Fensterglas. Panisch rufen Verletzte aus dem Innern des im Zierenberger Eisenbahntunnel verunglückten Regionalzuges, als sie die Taschenlampen der herbeieilenden Rettungskräfte sehen. Was in der Nacht zu Sonntag so täuschend echt erscheint, ist glücklicherweise nur eine Katastrophenschutzübung. Das Szenario sieht momentan vor, einen verunfallten Zug im Zierenberger Eisenbahntunnel, einer der ältesten Tunnel, die wir im Landkreis Kassel haben. Der Zug ist mit einer Wildschweinherde kollidiert und ist ein Sonderzug, der von der Museumsnacht aus Kassel hier durch den Zierenberger Tunnel gefahren ist. Und nach ersten Erkenntnissen sind ungefähr 40 Verletzte im Zug, die gerettet werden wollen. Und das ist für die rund 185 mittlerweile eingetroffenen Einsatzkräfte eine echte Herausforderung. Die Unglücksstelle können sie mit ihren Fahrzeugen nicht erreichen. Zum Tunnel führt nur eine schmale, steile Treppe. Oberhalb richten sie eine Ablagestelle ein, wo die teils Schwerverletzten vor ihrem Abtransport erst versorgt werden. Der Behandlungsplatz ist mittlerweile am Zierenberger Freibad eingerichtet und wie ein mobiles Krankenhaus bestens auf die rund 40 Verletzten vorbereitet. Wir haben einen Gerätewagen-Sanität bei uns hier vor Ort stehen, das Ganze zweifach. Dieses Fahrzeug ist in der Lage, notfallmedizinisch Patienten zu übernehmen, 25 Verletzte pro Stunde. Die Notfallausstattung, die man hier überall auf dem Fahrzeug sieht, ist so ausgelegt, dass wir bis zu Beatmungspatienten alles übernehmen können, natürlich angefangen von Leichtverletzten. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, von hier aus auch Sanitätszelte aufzubauen mit beheizten Räumen, sodass die Patienten auch bei schlechter Witterung gut unterkommen können. Beruhigend zu wissen, denn wäre es am Sonntag keine Übung gewesen, hätte genau das Leben retten können. Wie auch der Einsatz der 185 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.